und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill Origins. In der letzten Folge. Liegt da was auf dem Boden? Nee. Sind wir an der Alternativen angekommen? Ist zu dunkel, ich kann nichts sehen. Besser ist, mein Lieber. Oh, ey. Voll die Abgründe einfach nur. Das ist krass, wie das jetzt auf einmal hier aussieht. Das sieht auch wieder so fleischig, lebendig aus. Das haben die einfach so gut gemacht. Und ich finde, das hat einfach Silent Hill immer noch all den anderen Spielen, anderen Horrorspielen voraus, ganz ehrlich. Oh. Das ist überhaupt so das Geilste, was sie hier gemacht haben. Im wahrsten Sinne des Wortes einfach hier diesen Schlüsselloch-Effekt genutzt. Der ist so super und einfach so, so effektiv einfach nur. Oh nein. Das ist sein Papa. Oh Gott. Ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das wirklich passieren kann, dass man an gebrochenem Herzen sterben kann. Denn wenn man bedenkt, wie sehr Psychisches sich auf das Körperliche auswirken kann. Wenn es dir richtig scheiße geht, dann merkst du das körperlich. Aber so richtig fies einfach nur. Von daher, ja. Das kann sehr gut passieren. An einen Geist. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu verstellen, oder? Wir beide wissen, dass dieses Etwas in Cedar Grove nicht du bist. Du bist an dem Tag gestorben, an dem du versucht hast, unseren Sohn zu töten. Als ich dir heute mein Geschenk brachte und du es zertrümmert hast, bin ich endlich aufgewacht. Ich bin all die Jahre blind gewesen und habe mir vorgemacht, dass du eines Tages wieder in Ordnung sein würdest. Die Helen, die ich geliebt habe, ist tot. Ich versuche mich heute daran zu erinnern, wie es vor vielen Jahren war, als wir geheiratet haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin erschöpft. Ich weiß, dass es Travis alleine gut gehen wird. Ich werde dich wiedersehen, Helen. In ewiger Liebe, Richard. Scheiße. Da frage ich mich gerade, wie alt war Travis, als sein Vater sich umgebracht hat. Der arme Junge, ey. Der arme Junge. Boah, hier ist doch was. Wow. Aber einfach mal schießen. Mann, ich will's doch sehen. Da. Komm, schnell, schnell, schnell. Ah, fuck. Oh, Gott sei Dank. Komm, tritt drauf. Okay. Gut. Das habe ich ja gerade noch mal ganz glimpflich überstanden. Immer noch abgeschlossen hier. Schade. Ich gehe mal davon aus, dass ich dort, dass dort der Endboss stattfinden wird. Der Endboss-Fight. Da ist die Crime Scene. Wenn sich da sein Vater vielleicht umgebracht... Nee, ist da nicht was anderes passiert? Oh Gott, ich weiß das gerade nicht. Sorry. Aber wenn es das wäre... Da. Immerhin können wir jetzt erstmal zurück in unsere Welt. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Dankeschön. So. Da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, wie ich am besten hier laufe. Ach doch, einfach zu meiner Rechten raus, okay. Das ist ja perfekt eingefädelt, ne? Ah, du kannst hier direkt, haben die gut gemacht. Wow, ja, natürlich. Bitte. Vielleicht ist in dem Herz der Schlüssel. Zu dem Raum. So, wo war hier... Oh Gott, okay, dich habe ich erledigt. Vor dir muss ich keine Angst mehr haben, prinzipiell. So. Quatsch, das ist die Karte. Pause ist das. Ich will fortfahren und in mein Menü. Derp. Und zwar, warte mal. Ich muss hier meine Anzeige haben, wie lange ich aufnehme. Und zwar das Juwelenherz.
Wollen wir das mal untersuchen? Wenn ich es schüttle, höre ich drin etwas klappern. Okay. Was ist das denn? Ein Ring. Worte eingraviert für meine Juni-Braut. In ewiger Liebe, Richard. Juni. Juni ist der 6. Wartet. 12. 6. Ich habe nur keine Ahnung, welches Jahr. Ich glaube, darum geht's. Wir müssen nämlich noch zurück zu dem Fisch. Erinnert ihr euch? Ganz am Anfang. Der Reception. Ja. Tja, wie komme ich da jetzt hin? Runter? Das sind einfach hoch. Ja, doch, das sollte gar nicht mal so schwierig sein. Ich muss nur an den Monstern vorbeikommen. Oh, boah, ekelhaft. Aber machbar, alles machbar. Dadurch. Ich werde mal einen Energy Drink nehmen, dann komme ich wahrscheinlich ein bisschen schneller und safer durch die ganze Sache hier. Hier waren nämlich gerade nicht zu wenig an Gegnern. Ja, sonst sehe ich die eh nicht mehr brauchen. Seht ihr? Oh, sogar zwei, da komme ich doch gar nicht dran vorbei. Doch, vielleicht so. Ja, boah, bin ich gut. Hell yeah. Crazy. Gut. Nice. Sehr gut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Immer schön ruhig bleiben, dann ist das alles machbar. Okay. So, einmal ganz kurz. Einfach geradeaus. Ja, perfekt. Boah, hier höre ich auch schon wieder die Gegner einfach nur stampfen. Oh, fick dich. Ah! Mon Dieu. Gut. Speicherpunkt. Oh Mann. Jetzt kommt man. Dankeschön. Sehr gut. Warte mal, ich hatte hier doch eben noch einen. Ja. Den kann ich ja nehmen. Überschreiben. Gut. Mal schauen, vielleicht ist das Jahr ja schon irgendwie eingestellt oder ich habe dort nochmal irgendwie einen Hinweis. Sonst probiere ich echt mal die 60er Jahre aus. Oder ich muss nochmal in meinen Dokumenten gucken. Das ist ja auch eine Möglichkeit. So. Ja. Und zwar 12. Ach nee, das ist der Month. Ups. Stimmt, bei den Amis ist das ja ein bisschen was anderes. 6. Shit, jetzt habe ich das übersprungen. Ach so, klar. 12. Wie gesagt, ich probiere mal die 60er. Ahaha! Seht ihr? Soll ich das. Ja. Vertiefung. Quatsch, nicht Vorrat. Auch nicht Nahkampf gehen. Och, wie cool. Aber wo ist der Schlüssel? Habe ich den schon genommen? Die Musik sagt auch gerade einfach alles. Hä, wo kam denn. Wo ist denn der Schlüssel? Welcher Schlüssel? Zimmer 500. Ist er das jetzt? Das ist der. Ist hier wirklich alles okay? Ja, gut. Zimmer 500 Schlüssel. Dann wird's, würde ich sagen, zurück den ganzen Weg, wie wir gekommen sind. Und ich glaube, dann werden wir unserem Vater begegnen. Vorerst möchte ich speichern. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwie anders
dorthin komme. Das wird aber der beste Weg sein. Auch wenn ich davon überhaupt nicht begeistert bin, wenn ich ganz ehrlich sein soll, denn das war jetzt eben pures Glück. Ich könnte dadurch... Ich könnte da oben... Ne. Den Weg kenne ich wenigstens. Dann würde ich sagen, haben wir uns noch einen Energy Drink rein? Und dann... einsetzen. Einmal kurz, nachladen. Durch da. Das schaffen wir aber noch. Und dann kommt auch nicht mehr viel vom Spiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das LP mehr als 25 Folgen haben wird. Was noch... schade. Boah, Alter. So, einmal hier straight durch. Ich hoffe, die sind da gleich einigermaßen gut gelegen, die Monster. Ich könnte sie natürlich aus sicherer Entfernung einfach töten. Oder auch nicht. Visierst du die richtig an, Travis? Nee. Jetzt. Komm. Ist mir lieber. Durch da. Komm. Bevor ich jetzt... Ich habe zu wenig Health einfach. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich hoffe nur, dass... Nee, ich habe genug an Schusswaffen. Das ist okay. Also an Schusswaffen, Munition, das ist okay. Wow. Alter. Zwei davon sogar. Die waren hier vorher noch nicht im Doppelpack, oder? Okay, ich muss in die Alternative. Hä? Hä? Oh Gott! Tut mir das nicht an! Okay, Na, auf der anderen Seite hieß es nämlich, ja, Tür ist abgeschlossen. Ist ja auch fies gemacht. Wo du einfach schon jetzt so weißt, okay, wenn ich durch... Ich bin schon in der Hölle. Und wenn ich durch diese Tür dort laufe, sowieso, wisst ihr? Oh Gott, naja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Larsteller, bitte. Ich finde das so hart. Ich meine, der hat doch total seinen Sohn im Stich gelassen. Und gut, auf der anderen Seite, da ist halt eben so der Konflikt. Ist es wirklich einen im Stich lassen? Hätte er weiterkämpfen müssen? Aber also ich finde doch definitiv, ich finde, der Sohn hätte eigentlich Grund genug sein müssen, um weiterzumachen. Oh, es geht hinab. Geil. Geil. Ich finde das so gut, dieses Hinabsteigen weiter in die Erinnerung, in die Psyche, in die Hölle. Das ist so gut gemacht. Das haben wir eigentlich echt in jedem Silent Hill-Spiel. Das ist jedes Mal einfach so zum Feiern. Ja, oh, ich liebe das. Das ist richtig gut. Wie gesagt, es hat in meinen Augen bisher noch kein anderes Horrorspiel so gut gemacht. Daddy. I won the game. I still got a quarter left. You want the quarter? Daddy. Wake up. Please, Daddy. I'm not sleeping, son. Daddy. You knew I wasn't sleeping. Why did you stand there for so long? It wasn't right. Please, Daddy. It wasn't healthy, son. Daddy. This is insane.
time you faced up to what happened. Your mother and I will see you in heaven, son. Oh Gott! Oh, ist das ekelhaft! Okay, ich glaube, das Jagdgewehr war not bad. Oh shit! Oh Gott! Wie mache ich das denn am besten? Okay. Oh, ist das ekelhaft! Oh shit, ich leuchte schon rot. Scheiße, ey. So auf kleinen Raum gibt's doch nichts Beschisseneres. Oh, fuck. Was ist das denn? Was ist das denn? Tentakel? Komm schon. Scheiße, ich habe keine Munition mehr fürs. Okay, okay, okay. Komm ins Inventar. So, was haben wir hier? Nee. Dann Schrotgewehr. Oh. Das ist so träge, leider. Das ist halt kein... Nein! Mann, nein, 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 nein! Lass mich, nein, nein, nein! Schon, was? Da habe ich auch keine Munition mehr. What the fucking fuck? Geil, einfach voll so durch den Bauch geschossen, aber keinerlei... Munition für Löser. Ich muss mal eben schauen. Sturmgewehr. Ja, das ist natürlich jetzt sehr doof gewesen. Oh Gott, ich bin gerade voll aufgewühlt. Wie ihr seht. Ah! Mann, ey, diese Attacke ist ja echt böse einfach nur. Nee, ich habe gespeichert. Okay, ich bin tot. Drauf geschissen. Machen wir nochmal neu. Ich, Wobei, die Folge ist eigentlich lang genug. Dann würde ich sagen, was ist heute mit Let's Play Silent Hill Origins. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werde ich, Spiel zu Ende, Folge zu Ende, werde ich in der nächsten Folge wieder mit dem Kampf beginnen gegen seinen Vater. Also bis dann. Is it lonely when you are in hell? Does the darkness know?